Hallo aus New Hillcrest. Wir sind hier gerade bei Frieda Greenhill und sie hat eine Aufgabe für uns. Bitte, halt. Willst du mir vielleicht bei der Suche nach meiner Freundin Isabelle helfen? Sie war im Mondsicheldorf, um eine Lieferung Jorvik-Wurzeln zu holen und sie hätte seit gestern schon wieder zurück sein sollen. Ich habe fieberhaft versucht, sie zu finden, aber sie könnte überall stecken und das Gebiet ist so riesig, dass ich sie unmöglich alleine finden kann. Wärst du wirklich dazu bereit, mir bei der Suche zu helfen? Wie lieb von dir. Ich kann wirklich jede Hilfe gebrauchen. Seitdem die Brücke nach Vornaseburg kaputt gegangen ist, nehmen wir immer den Weg durch den Spiegelsumpf, um ins Mondsicheldorf zu gelangen. Wenn du in der Nähe des Spiegelsumpfes schaust, suche ich hier oben, rund um New Hillcrest weiter. So. Hier müsste ja gleich irgendwo die Brücke wieder so kommen. So. Was haben wir denn hier? Hilfe! Okay, sie ist eingeklemmt. Hilf mir, schieb den Karren weg, das tut so weh. So, dafür müssen wir absteigen. Mann, sind wir aber hier stark. So, wir steigen erstmal wieder auf Ghosty. Oh, mein ganzer Körper tut so weh. Was für ein Glück, dass du mich gefunden hast. Ich weiß nicht, wie lange ich diese Schmerzen noch ausgehalten hätte. Danke für die Hilfe. Aua, aua, aua. Du hast mir wirklich das Leben gerettet. Wie kann ich mich dafür nur revanchieren? Ich sollte mich vorstellen. Ich heiße Isabelle und wohne oben in New Hillcrest. Wie ich hierher gelandet bin, wo mein geliebtes Pferd Atlas und wo ist meine Jörbeck-Wurzeln, die im Wagen lagen. Warte mal, meine Erinnerungen kommen langsam zurück. Wir kamen vom Mondsicheldorf, wo ich für gewöhnlich meine selbstgeschneiderte Kleidung verkaufe. Normalerweise kaufe ich, während wir da sind, ein paar Lebensmittel ein, die man in New Hillcrest nicht finden kann. Dieses Mal habe ich einige Jörbeck-Wurzeln ergattern können, die sonst nur sehr schwer zu kriegen sind. Ich habe alle gekauft, die ich hatte. Danach sind wir durch den Spiegelsumpf Richtung Heimat gefahren. Der Nebel war an diesem Morgen so dicht, dass wir nicht einmal die Frau, welche plötzlich vor uns aufgetaucht ist, sehen konnten. Atlas bekam Angst und riss sich vom Karren los. Irgendwie bin ich daraufhin mit meinem Pulli an der Seite des Wagens hängen geblieben und dann fiel er auf mich. Danach sah ich nur noch, wie die Frau mit meinen kostbaren Jörvik-Wurzeln abgehauen ist. Autsch, mein Rücken bringt mich noch um. Ich kann den Wagen und alles andere mal reparieren. Jetzt will ich einfach nur nach Hause. Aber wie soll ich nur ohne Atlas? Was soll ich nur ohne Atlas machen? Du bringst mich nach Hause. Vielen Dank. Ich wohne in einem der Reihenhäuser oben in New Hillcrest. So, wir bringen dich dann nach Hause. Da ist ein Stein gewesen. So. Wir kürzen mal wieder durch den Garten hier von Ricky ab.
das Haus ist es hier. So, danke für deine Hilfe. Es ist schön, wieder zu Hause zu sein. So, wir haben hier einmal dann die Quest, dass Isabels Pferd verschwunden ist. Den Atlas, den müssen wir ja noch suchen. Ich frage mich nur, wo Atlas stecken könnte. Mein geliebtes Pferd. Er ist davongelaufen, als die Frau ihn erschreckt hat. Sie tauchte aus dem Nichts auf und Atlas erschreckt sich immer so leicht, wenn etwas Unerwartetes geschieht. Ich sollte los und nach ihm suchen, aber ich habe so große Schmerzen. Willst du vielleicht nach ihm suchen? Du bist wirklich lieb, danke. Ich hoffe wirklich, dass du ihn findest. Atlas ist mein Sonnenschein. Es kann sein, dass er nach Hause zum Stall in New Hillcrest galoppiert ist. Frag Natalie, die sich um den Stall kümmert, ob sie ihn gesehen hat. So. Und jetzt müssen wir noch die Wurzeln wieder suchen. Wer das Mädchen, das all meine teuren Jurwex-Wurzeln gestohlen hat? Ich weiß noch genau, wie sie mir geradewegs in die Augen geschaut hat, als ich hilflos unter dem Karren lag. Sie hat eine große Traurigkeit in ihren Augen. Mir kam es so vor, als ob sie von irgendwoher kenne. Warte, ich weiß. Das ist die Bäckerstochter aus New Hillcrest. Ich weiß, dass sie Lisa heißt und... Gut, kenne ich sie wirklich nicht, aber warum hat sie das nur getan? Ach, ich weiß es nicht. Ich kann mir keinen Reim draus machen. Ich will mir jetzt mit Sicherheit nicht auf sie treffen. Es ist zu viel auf einmal passiert. Du sagst, du wirst sie damit konfrontieren, Sabrina? Vielen lieben Dank. Sie wohnt in einem der großen Häuser am Ende der Stadt, neben dem Marktplatz. Viel Erfolg. Komm schnell zu mir zurück und erzähl mir, wie es gelaufen ist. So, wir haben ja Isabel nach Hause gebracht. Dann schnappen wir uns jetzt hier mal die böse Bäckerstochter hier. Kann ja nicht sein. Na, da ist die Böse, ja. Wer bist du? Kennen wir uns? Ja, ich bin die Bäckerstochter. Mein Name ist Lisa. Wie kann ich dir helfen? Ich höre. Wie kannst du dir so sicher sein, dass ich Isabels Pferd im Spiegelsumpf erschreckt habe? Hat sie mich erkannt? Oh nein, was habe ich getan? Es war absolut nicht meine Absicht, sie zu verletzen. Wie geht es ihr? Nein, ich kann dir die Jörg-Wurzel nicht zurückgeben. Es hat etwas mit meinem Ehemann Thomas und seinem Leben zu tun. Lass mich erklären. Vor einigen Wochen war Thomas auf Geschäftsreise, irgendwo weit entfernt am Kesselsumpf hinter dem Eisentor, um exotische Kräuter an die Hexe Pi zu liefern. Aber auf dem Weg zu ihr fiel er in den Sumpf, in dem die Hexe Pi alle ihre giftigen Abfälle wirft, ohne auch nur ein bisschen an die Umwelt oder Tiere in der Umgebung zu denken. So. Natürlich muss ich meinem Mann helfen, ansonsten verliere ich ihn für immer. Aber wieso klaust du die Wurzeln? Nein, bitte, hör mir zu. Ich brauche die Jorvik-Wurzeln, weil das die einzige Medizin ist, die verhindert, dass sich das Gift in Thomas' Körper ausbreitet. Es geht hier um sein Leben, glaubt mir. Wenn er keine Jorvik-Wurzeln zu sich nimmt, breitet sich das Gift in seinem gesamten Körper aus. Es verwandelt ihn dann in eine grausame Kreatur, der man nicht zu nahe kommen sollte. Weder ich noch unser Sohn Edward. Ich habe schon versucht, ihm die Jörg-Wurzeln zu geben, aber das Gift ist bereits so weit, dass es ihn davon abhält, die Medizin zu schlucken. Ich weiß nicht, was ich jetzt noch machen soll. Thomas erlaubt es nicht, dass jemand außer mir sich zur Zeit in seiner Nähe aufhält. Er hat Angst, dass sich jemand wehtun könnte, weil er seine Emotionen nicht mehr kontrollieren kann. Er bat mich sogar darum, Edward von ihm fernzuhalten. Er kommt jede Nacht hierher, aber ich kann sehen, wie das Gift beginnt, seine äußere Erscheinung langsam zu verändern. Seine Wangen sind eingefallen und seine Haut ist sehr blass geworden. Eines Abends fasste ich all meinen Mut zusammen und küsste ihn, bevor er ging. Er erwiderte den Kuss und seitdem haben wir uns immer mit einem Kuss getrennt. In diesen Momenten sind wir sehr glücklich. Was soll ich tun? Ich weiß, dass ich Fehler gemacht habe, aber wie kann ich all das wieder gerade biegen? Das alles hat mich wahnsinnig müde gemacht, dass ich nicht mehr die Energie dazu habe, mich um irgendwas anderes zu kümmern. Zumindest die Sache, um die Thomas sich gekümmert hat, als er noch zu Hause
putzmunter war, aber Rocky, wie konnte ich nur so dumm sein und Rocky vergessen? Das ist Thomas Pferd und sein bester Freund. Rocky ist mehr als nur ein Pferd und wie ein Familienmitglied für Thomas. Es sollte sich sofort um ihn gekümmert werden. Wie konnte ich das nur vergessen? Was, du willst dich um Rocky kümmern, Sabrina? Das ist das Netteste, was je für jemand für mich gemacht hat. Danke. Meine beste Freundin Natalie, die unten am New Hill Quest-Stelle ist, kann dir zeigen, wo Rocky ist. Es ist okay, wenn du Natalie erzählen willst, was mit Thomas passiert ist. Okay. Das ist ja schon mal ein bisschen abstrakt. Also, das war wohl noch zu der Zeit, wo unsere Hexe Pi böse gewesen ist. So. Isabels verschwundenes Pferd. Hallo Sabrina, sicher, ich habe Atlas gesehen. Das ist ja schon mal gut. Hallo Sabrina, du willst dich um Thomas Pferd kümmern? Sagst du? So. Aber was redest du da? Thomas wurde vergiftet? Wie konnte das denn nur passieren? Oh nein, jetzt verstehe ich, weshalb Lisa nicht auf meine Nachricht geantwortet hat. Arme Lisa. Wo Rocky steht, ich habe ihm etwas fressen gegeben, damit er etwas zu Kräften kommt. Aber ich mache mir viel mehr Sorgen um seine mentale Verfassung. Rocky ist sehr gesellig und sollte verwöhnt werden. Aber ich hatte keine Zeit, um mich ausreichend mit ihm zu beschäftigen. Ich habe viele Pferde, um die ich mich kümmern muss. Es könnte sein, dass er deswegen nachts so unglücklich und unruhig ist. Es hat sich immer nach einer Weile gelegt. Deswegen habe ich mich nicht wirklich gesorgt bis jetzt. Es ist sehr lieb von dir, dass du ihm etwas Liebe schenken möchtest. Ich habe hier Thomas Bürste, damit kannst du Rocky etwas striegeln. Rocky befindet sich auf der Koppel hinterm Stall. So. Dann gucken wir mal, wo der Rocky ist. So. Da ist er. Dann bürsten wir den mal. Rocky sieht nach dem Bürsten zufrieden aus. Das ist doch schon mal gut. Ich weiß, es ist nicht einfach zu verstehen, was passiert ist, jetzt wo Thomas weg ist. Ich werde mich um dich kümmern, Rocky. Du gibst Rocky ein paar tröstende Streicheleinheiten. Na, aber Gosi nehmen wir hier mit, ne? Also, dich lassen wir hier nicht stehen. Danke, dass du ihn gebürstet hast. So. Ich war gerade auf dem Marktplatz in New Hillcrest, um Frühstück zu besorgen, als Atlas plötzlich wie am Blitz an mir vorbeigesprintet ist. Ich habe versucht, ihn hinterherzureiten, aber er war zu schnell. Atlas sah sehr verängstigt aus und ist in Richtung Brücke in Fort Naseburg geritten. Wenn du den Weg entlang reitest, kannst du ihn vielleicht finden. Rocky liebt es, gestriegelt zu werden. Man kann richtig sehen, wie Rocky das genießt, wenn Thomas sich um ihn kümmert. Wenn wir Thomas dennoch in irgendeiner Weise helfen könnten, Rocky würde wahrscheinlich sehr gerne seine Hufe ausgekratzt bekommen. Jetzt, wo du da bist, meine ich, hier ist Thomas' Hufauskratzer. So, dann kratzen wir ihm jetzt auch noch schnell die Hufe aus. Rocky scheint es nun wirklich besser zu gehen. Er ist nun sehr zufrieden. Rocky mochte es wirklich, die Hufe ausgekratzt zu bekommen. Du sagst leise zu dir selbst, dass du zurück zu Natalie gehen solltest. Wie lieb von dir, dich um Rocky zu kümmern. Du kannst wirklich gut mit Pferden umgehen. Ich kann es sehen, wie sehr es genossen hat. Lisa will sicher wissen, dass es Rocky gut geht. Mach dich auf den Weg zu ihrem Haus in New Hillcrest und erzähle ihr davon. Okay.
Dann erzählen wir mir mal, dass wir uns um Rocky gekümmert haben. Geht es Rocky gut? Schön zu hören. Danke, Sabrina, dass du dich um Rocky gekümmert hast. Ich kann wirklich nicht fassen, dass ich ihn vergessen habe. Manchmal hatte ich das Gefühl, dass Thomas, bevor er abends nach Hause kam, noch bei Rocky war, weil er immer nach dem Stall roch. Ich vermisse den alten Thomas so sehr. Wir hatten so eine schöne Zeit zusammen. Wenn er doch einfach nicht in diesen Sumpf gelockt worden wäre. Ja, es ist nicht seine Schuld, dass er es ist, wie er ist. Es war eins dieser Sumpflichter, welches ihn verzaubert haben und in den Sumpf gezogen haben muss. Deine Eltern haben dir sicherlich Geschichten über die Sumpflichter erzählt, als du klein warst, oder? Nicht? Meine Eltern haben mir immer davon erzählt. Aber ich habe die Geschichte nie geglaubt, bis jetzt. Die Geschichte handelt darüber, wie Menschen von kleinen Lichtern auf dem Wasser hypnotisiert werden und dadurch in die Sümpfe oder Moore gelockt werden. Dort werden sie dann auf alle Ewigkeiten gegen ihren Willen gefangen gehalten, sodass die fiesen Sumpflichter sich von der Güte dieser Menschen ernähren können. Thomas hat diese Hypnose so beschrieben, als ob er schläft, aber trotzdem noch alles um einen herum mitbekommt. Überleg nur, wie es für meinen armen Thomas gewesen sein muss, diese Sache wirklich zu durchleben. Wie er den Zauber aufgehoben hat? Er wurde aufgehoben, nachdem er auf dem Weg in den Sumpf war. Es ist auf einem feuchten Stein, der aus dem Wasser ragte, ausgerutscht und hat sich den Kopf gestoßen. Im selben Augenblick brach der Zauber, sodass er nach Luft schnappte und das giftige Wasser schluckte. Womit haben wir das alles nur verdient? Wenn ich nur wüsste, wo er sich tagsüber aufhält, dann könnten wir das hier zusammen lösen. Das Pech verfolgt uns, seitdem Thomas vergiftet wurde. Erst vor ein paar Tagen musste ich feststellen, dass unser Familienporträt verschwunden ist. Ich habe das ganze Haus auf den Kopf gestellt. Aber es ist nirgends zu finden. Thomas hat geschworen, dass er es nicht genommen hat, und Edward hat mir ebenfalls versichert, dass er es nicht gewesen ist. Und ich glaube ihn. Du kannst dir natürlich dein eigenes Bild darüber machen und nachschauen. Das Foto bedeutet alles für mich. Suche vielleicht erstmal einmal rund ums Haus. Vielleicht ist es ja irgendwie hinausgeflogen. Ich heiße Edward und wohne hier. Du hast keine Erlaubnis, dich hier auf meinem Grundstück aufzuhalten. Es kümmert mich nicht, wer du bist. Kannst du jetzt bitte gehen? Kannst du nicht einfach verschwinden? Ich kann mit dir reden, wie immer ich will. Du bist nicht mein Vater. Warum suchst du nach unserem Familienfoto? Okay, okay, ich wusste nicht, dass meine Mutter so viel an dem Foto liegt. Warum ich es genommen habe? Ich habe es genommen, weil mein Vater und ich immer an dem Ort zelten waren, der auf dem Bild zu sehen ist. Wir hatten immer so viel Spaß, wenn wir dort waren. Der Bunker auf dem Bild war unser Geheimversteck und wir haben die waren die einzigen, die davon wussten. Jetzt ist er weg und ich werde ihn nie wiedersehen. Deswegen habe ich dieses blöde Foto genommen. Wenn meine Mutter das Foto wirklich wiederhaben will, schlage ich vor, bringst du es ihr wieder. Ich will nicht, dass sie böse auf mich ist. Das Foto ist in einer Box in der Mitte vom Sonnenblumenfeld, auf der anderen Seite des Hauses. Hier ist die Kiste. Wir haben das Foto. Du hast das Foto letztendlich doch noch gefunden. War es Edward, der das Foto genommen hat? Das heißt, er hat mich angelogen. Wir haben uns immer alles gesagt. Und dass wir uns nicht anlügen. Ich verstehe aber, weshalb er das Bild genommen hat. Er braucht sich keine Sorgen darüber zu machen, dass ich wütend auf ihn bin. Es ist in Ordnung. Was gerade mit Edwards Vater passiert, ist wirklich schwer für ihn zu verarbeiten. Er scheint sich verändert zu haben, mein kleiner Edward. Der Bunker, den man auf dem Bild sehen kann, ist für beide ein ganz besonderer Platz. Sie haben dort eine Menge Spaß gehabt und viel Zeit zusammen verbracht.
Vielleicht hast du recht, vielleicht ist Thomas tatsächlich tagsüber im Bunker, damit er nicht auf Menschen stoßen muss. Du kannst zum Bunker reiten, sagst du? Oh, Sabrina, das wäre super. Reite so schnell du kannst und schau nach, ob er sich dort aufhält. Wir müssen ihn dazu bringen, die Jörvik-Wurzeln zu essen. Der Bunker liegt an der Wrackküste, ein bisschen außerhalb vom Mondsächeldorf. Sei vorsichtig und beeil dich bitte. So. Das ist ja eine ganze Ecke weit weg. Aber wir suchen jetzt erstmal noch Atlas. Wir haben uns ja schon um Rocky gekümmert. Und jetzt kümmern wir uns dann halt noch um Atlas. Sabrina, ich habe gerade keine Zeit, ich bin beschäftigt. Was, hast du etwas mit diesem trottligen Pferd am Hut? Dieser verrückte Gaul galoppierte wie von der Tarantelstange auf die Brücke zu. Und natürlich habe ich versucht, ihn zu stoppen, aber ich konnte ihn nicht schnappen, bis es zu spät war. Mit Anlauf sprang er über den Abgrund in der Mitte der Brücke, aber landete, missglückte und er ist direkt durch die Bretter gepoltert, auf die er dann aufprallte. Das Einzige, was ihn vom Sturz in die Tiefe abhielt, war sein Sattel, der sich in der Brücke verkeilt hatte, und sein Kopf, der feststeckte. Es wurden 4 Männer benötigt, um dieses dumme Pferd wieder auf seine 4 Beine zu stellen. Jetzt liege ich wegen dieser verflixten Gaul mit meiner Arbeit ein ganzes Stück hinterher. Was, du meinst doch nicht etwa wirklich, dass ich das Pferd ohne weiteres zurückgeben soll? Keine Chance. Ich verstehe, was du sagst. Natürlich gehört das Pferd jemand anderem. Aber wenn sie es wieder haben will, soll sie mir erstmal den ganzen Ärger, den ich wegen diesem Tier hatte, durch eine Entschädigung wiedergutmachen. Du fragst dich, ob du irgendwas machen kannst, um das Pferd zurückzubekommen? Vielleicht muss ich mir erst einmal Gedanken darüber machen. In der Zwischenzeit kannst du das Werkzeug holen, welches ich benötige, um das ganze Chaos hier zu beseitigen. Es ist unten vor dem Haus. Dieses dumme Pferd, ja, wie kann sich das einfach nur da verheddern und allem? So, mal gucken, welche Aufgaben wir hier jetzt noch bekommen, um das Pferd wieder zurückzubekommen. Dass du das Werkzeug gefunden hast. Gut, dass du mit dem Werkzeug kommst. Jetzt kann ich den Schaden beseitigen, den das Pferd angerichtet hat. Ich habe darüber nachgedacht, was du machen kannst, um das Pferd zurückzubekommen. Es gibt da eigentlich nur eine Lösung. Wie wenn wir Butterhills uns mal wieder nicht einig werden können? Wir wetteifern darum. Du musst mich im Rennen besiegen, um das Pferd zurückzugewinnen. Verlierst du, behalte ich es. Du nimmst die Herausforderung an. Oh gut, los. Dann reiten wir jetzt hier um die Wette mit dem Scott.
von vorne. Nur weil Ghosty mal wieder nicht abgesprungen ist. Da wollte er einfach nicht rüber wieder. So, jetzt springst du da aber rüber. Du hast gewonnen, aber sicherlich nicht, weil du besser bist als ich. Ich halte immer mein Wort. Du kannst das Pferd deines Freundes wieder haben. Und jetzt hau ab. Es ist wahrscheinlich das Beste, wenn ich dich zurück zu Isabel bringe. Du beginnst Atlas zurück zu Isabel nach Hilkus zu führen. Will der jetzt nicht hier? Los, Atlas, lauf! Hü! Da wird sich Isabella aber freuen, dass die Atlas dann wieder da ist. Danke, Sabrina, du hast Atlas gefunden. Ich habe schon daran gezweifelt, dass ich ihn jemals wieder sehe. Ich bin dir auf ewig dankbar. Nimm das Kleid hier als Zeichen meiner Dankbarkeit. Das ist einer meiner feinsten Kleidungsstücke aus meiner Kollektion. Das ist das Mindeste, was ich dir für die Suche meines geliebten Augensterns geben kann. So, wir haben hier ein Item bekommen. Ein schickes Kleid. Es ist Chumpy geeignet. Rosa Cowgirl-Kleid ab Level 7. Mal das etwas andere Kleidungsstück. So, wir haben jetzt ja hinten nur in West Epona noch die Aufgabe, den Bunker zu suchen. Oder vielmehr zu betreten. Stopp, da ist ein Baum.
So, mal gucken, ob wir hier querfeldein kommen. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Hier ist der Bunker. Die Tür sieht alt und abgenutzt aus. Der Bunker scheint nicht mehr länger genutzt zu werden. Okay, für den Auftrag steigen wir dann wieder vom Pferd ab. Ich frage mich, ob Thomas hier im Bunker ist. Du atmest tief ein, bevor du dich entscheidest, in den Bunker zu gehen. Die Tür ist schwer und macht ein grässliches Geräusch, wenn du sie bewegst. Du gehst vorsichtig in den Bunker. Da ist Thomas. Ich heiße Thomas. Du solltest nicht hier sein und du hättest mich nicht suchen sollen. Verschwinde. Aber bleib sofort da stehen. Ich will dir nicht wehtun. Du zeigst Thomas das Familienfoto. Lisa hat dich hergeschickt, damit ich von den Jörg-Wurzeln esse. Ich wünschte, ich könnte das, aber das Gift beeinflusst meine Handlung. Ich kann einfach nicht. Das Gift lässt es nicht zu. Ich vermisse meine Familie. Ich denke jede Sekunde an sie. Wenn ich nur den Mut dazu hätte, meinen Sohn wiederzusehen. Aber ich will nicht, dass er mich in diesem Zustand sieht. So, da hat er schon mal immerhin das Foto. Wie lange soll ich das noch aushalten? Ja, das weiß ich doch nicht. Ich spüre, wie das Gift mich Tag für Tag mehr und mehr schwächt. Bald werde ich nicht einmal mehr Lisa abends treffen können. Wenn ich doch nur nicht von diesen Sumpfschluchtlichtern, Sumpflichtern hereingelegt worden wäre. Thomas mag Knotenhunger. Wenn ich vielleicht etwas Essbares finden würde, ich habe seit Tagen nichts Richtiges gegessen. Immer wenn Edward und ich hierher zum Zelten gekommen sind, haben wir einen Abstecher zu meiner Freundin Pamela im Mondsächeldorf gemacht. Sie hat uns immer die weltbesten Fleischbechern gemacht. Edwards Lieblingsspeise. Du willst zu ihr reiten und welche für mich besorgen? Wow, Sabrina, das ist wirklich nett von dir. Reite ins Mondsächeldorf und frag Pamela, ob sie ihrem alten Freund eine Portion Fleischbäche machen kann. Geh jetzt, ich glaube nicht, dass ich meine Stimmung noch länger halten kann. Der ist ja nicht gut drauf. Dann holen wir mal die Fleischbällchen. Hey Sabrina, wie geht's dir? Wir brauchen Fleischbällchen. Sieh mal einer an. Du kennst also die Familie Rockwell. Edward und Thomas haben immer vorbeigeschaut und halt so gesagt, wenn sie in die Wälder zelten gingen. Natürlich kann ich Fleischbällchen für Thomas machen, aber ich habe keine Zwiebeln mehr. Ich habe welche beim Gemüsehändler des Dorfes bestellt, aber ich hatte keine Zeit, sie abzuholen. Oh, wie lieb von dir, sie für mich abzuholen.
Reite rüber zum Gemüseladen. Er befindet sich nur ein kleines Stück vor der Wassermühle, die du von hier aus sehen kannst. Er lässt die Lieferung immer draußen auf einer Bank liegen, damit jeder sie jederzeit abholen kann. Na gut, auf zur Wassermühle. Da liegen die Zwiebeln, die wir brauchen. Perfekt, vielen Dank. Gut gemacht, jetzt kann ich die besten Fleischbällchen des gesamten Dorfes für dich kochen. Ja, ein wenig darf man doch damit angeben. Komm morgen wieder, damit du eine Portion Fleischbällchen für Thomas mitnehmen kannst. So, also, wir haben die Pferde heute Rocky kennengelernt und Atlas und wir haben den vergifteten Thomas im Bunker besucht. Und morgen geht's dann hier bei Pamela weiter, wenn wir dann die Fleischbällchen bekommen. Ich wünsche euch einen schönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video dann. Tschüss, tschüss!